Herr Goppel, es ist schon eine Premiere heute zu dieser neunten Preisverleihung, zu diesem fünften Mal hier im Ehrensaal. Wir feiern ja hier die Verdienste der pharmazeutischen Industrie in gutem Raum. Und es ist Premiere, denn es ist das allererste Mal, dass auch die Politik mit ihrer Person anwesend ist, würdig anwesend ist. Und wir sind ganz gespannt auf Ihre Rede. Vielen Dank. Lieber Herr Dr. Jung, liebe Frau Dr. Weigel, Hohes Deutsches Museum, wie auch immer vertreten, nachdem der Generaldirektor noch im Ausland weilt, geschätzte Vertreter der Pharmaindustrie im ganzen Bundesgebiet und speziell bei uns in Bayern, meine Damen und Herren, die Sie dafür sorgen, dass dieser Abend funktioniert, das sind Sponsoren, Gönner und Helfer, und meine Damen und Herren der Fachpresse aus dem angestammten Bereich. Dass Pillen nicht immer nur bitter sein müssen, sondern sogar golden sein können, das beweist die heutige Festveranstaltung. Für Ihre Einladung, bei dieser Auszeichnung von Arzneimittelherstellern und innovativer Produkte in Ihrem Bereich dabei sein zu dürfen, will ich mich eingangs herzlich bedanken. Die Preisverleihung würdigt Innovationen der pharmazeutischen Industrie besser. Sie würdigt Fortschritte, die unseren Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen sollen, schneller gesund zu werden oder vielleicht sogar weniger krank. Innovationen vorzubereiten und sie zu ermöglichen, das ist auch meine Aufgabe in der Funktion als bayerischer Wissenschafts- und Forschungsminister. Unsere Universitäten stehen am Anfang der Innovationskette. Sie bilden die Wissenschaftler aus, die in ihren Laboren arbeiten. Universitäten erforschen die Grundlagen, auf denen sie ihre Mitarbeiter dann aufbauen lassen. Und in der Aufgabe, Innovationskraft und Forschung am Standort Deutschland zu fördern, ziehen wir am gleichen Strang. Das hoffe ich jedenfalls. Denn wir wissen, Bildung und Forschung sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren in unserer Wissensgesellschaft. Forschung schafft dabei nicht nur neues Wissen und zusätzliche Erkenntnis, sie ist auch der Motor der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung in unserer Heimat. Deshalb ist es wichtig, dass wir forschungsfreundliche Rahmenbedingungen schaffen und erhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Bayern besitzt der Ausbau der Wissenschafts- und Forschungslandschaft seit langem höchste Priorität. Jährlich gibt der Freistaat rund 3 Milliarden Euro für Wissenschaft und Forschung aus. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von Wirtschaft und Staat liegen mit einem Anteil von fast 3% am Bruttoinlandsprodukt im internationalen Spitzenfeld und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dabei will ich Ihnen gerne ausdrücklich zugestehen, dass wir dankbar sind, dass wir so viel wirtschaftliche Forschungsmittel in unserem Land haben, denn wir stehen den Baden-Württembergern in der Aufwendung der staatlichen Seite durchaus noch eine ganze Portion hinten nach. Um auch künftig im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, hat die Expertenkommission im Gutachten Zukunft Bayern 2020 nachdrücklich empfohlen, und das an erster Stelle, Ihre Empfehlungen bis zum Jahre 2020 3,6% des Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung auszugeben. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Der Finanzminister hat ausdrücklich zugestanden, im nächsten Jahr da einen Doppelhaushalt wieder zuzulegen. Zu den Leitlinien der bayerischen Forschungspolitik gehören die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen, die Förderung von Interdisziplinarität und Vernetzung und die Sicherung der Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen. Wesentliches Element unserer Forschungspolitik ist die Förderung der Grundlagenforschung in ihrer gesamten Bandbreite. Echte Innovationen entstehen meist aufgrund neuer Erkenntnisse in diesem Bereich. Und die Grundlagenforschung fördern wir vor allem durch die Finanzierung der Grundausstattung der Hochschulen und durch unsere Beteiligung an der Finanzierung von Forschungsgesellschaften und Zentren der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auch der Max-Planck-Gesellschaft. Weiterhin setzen wir alles daran, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unsere Hochschulen und außeruniversitären Institute zu holen. Dafür ist es notwendig, neben einer gezielten Berufungspolitik und verlässlichen Zusagen attraktive Forschungs- und Arbeitsbedingungen
zu schaffen. Und dafür gilt es, kontinuierlich in eine moderne Infrastruktur zu investieren. Und außerdem muss es uns um den Abbau von bürokratischen Hemmnissen für Spitzenwissenschaftler gehen. Sie haben das eben selbst auch schon in der angepassten Form und der richtigen Form dargestellt. Aktuell setzen wir besondere Schwerpunkte auf Zukunftsfelder wie Biotechnologie, Pharmazie, Medizin und alle die Nanotechnologien. Dafür wollen wir im Rahmen des Programms Zukunft Bayern 2020 gemeinsam und mit all den Beteiligten 135 Millionen Euro einsetzen. Mit diesen Mitteln errichten wir ein biomedizinisches Zentrum auf dem Campus Großhadern Martinsried der Universität München, ein neues Chemikum an der Universität Erlangen-Nürnberg, ein Forschungsgebäude für das Klinikum dieser Universität und wir erweitern das fast das Spannendste dabei, das renommierte Walter-Schottky-Institut der Technischen Universität München in Garching. Weil ich bei der Gründung dieses Institutes im Jahre 1986, 88 dabei gewesen bin, damals in der Funktion des Staatssekretärs, erinnere ich mich gut, dass es eines großen Sprungs und einer großen Einsatzfreude unseres damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß bedürfte, um mit dem damaligen Chef für den Staatssekretär Goppel, den Professor Wild, vorherigen Präsidenten der Technischen Universität, die Genehmigung zu geben, dass das Walter-Schottky-Institut nicht aus dem Staatssäckel, sondern durch entsprechende wirtschaftliche Hilfe finanziert worden ist. Und ich kann mich gut erinnern, welche schwierigen Gespräche das mit dem damaligen Finanzminister beinhaltete. Bis heute sind wir in vielem sehr viel offener geworden. Ein weiteres herausragendes Vorhaben im Rahmen unserer Zukunftsprogramme ist die Einrichtung und Förderung des Bayerischen Immuntherapienetzwerkes bei Immunet. Erst vor einigen Tagen habe ich 5 klinische Forschergruppen dazu bewilligt, die Immuntherapie, also die therapeutische Beeinflussung des menschlichen Immunsystems, ist einer der wichtigsten Eckpfeiler in der modernen medizinischen Forschung. Die Erkenntnisse daraus sind insbesondere für die Bekämpfung von Krebs sowie von Infektions- und Autoimmunerkrankungen von besonderer Bedeutung, also zum Beispiel bei Diabetes mellitus, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Im Immuntherapienetzwerk wollen wir die in Bayern bestehenden hervorragenden Kompetenzen auf diesem Gebiet neu zusammenfassen. Zudem wollen wir die Umsetzung innovativer Ansätze in der Immuntherapie aus dem Labor in die klinische Anwendung gezielt unterstützen. Ein Schwerpunkt der Arbeit an den Bayerischen Universitäten mit medizinischer Fakultät, 5 an der Zahl und einem entsprechenden Klinikum, dazu soll die Entwicklung von sogenannten Zellmedikamenten sein. Damit schließen wir eine Lücke bestehender Förderprogramme und sorgen dafür, dass Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung so weiterentwickelt werden, dass sie den Erkrankten zugutekommen. Für die betroffenen Patientinnen und Patienten bedeutet die Arbeit der Wissenschaftler die Hoffnung, bald neue Behandlungsmethoden zur Verfügung zu haben, und zwar dort, wo bisherige Medikamente und medizinische Eingriffe erfolglos waren. Die verschiedenen wissenschaftlichen Zentren sollen sowohl untereinander als auch mit Pharma- und Biotech-Unternehmen intensiv zusammenarbeiten und so den Wissens- und Technologietransfer beschleunigen. Die Vorteile dieses Konzeptes sind offensichtlich. Die in Bayern auf dem Gebiet der Immuntherapie bestehenden Kompetenzen werden systematisch miteinander vernetzt. Durch die Einbindung der Pharmaindustrie in den Prozess der Therapieentwicklung erhöht sich das Interesse an nachhaltiger Kooperation. Damit wird zugleich gewährleistet, dass die eingesetzten staatlichen Mittel auf erfolgversprechende Themen mit wirtschaftlicher Relevanz konzentriert werden. Und das gemeinsame Auftreten von Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich der Immuntherapie führt zu erhöhter internationaler Aufmerksamkeit und damit zu einer gesteigerten Attraktivität des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts Bayern. Und meine Damen und Herren, ich glaube, wir hätten mit Martinsried, der damaligen Neugründung aus 1986-90, was die Forschungsarbeiten angeht, wir hätten mit Martinsried die Erfolge nicht erzielt, wenn diese Zusammenarbeit sie nicht auch heraufbeschworen hätte und nicht das ein oder andere Unternehmen aus dem Pharmabereich zurückgeholt, das schon auf dem Absprung war und sich neu wieder an uns gebunden hat. Dankbar sind wir dafür. Und wir wissen sehr wohl, dass es nicht einfach ist,
diesen Status zu halten, auszubauen und zu festigen. Denn wir haben ja in Deutschland nicht nur Befürworter einer forschungsoffenen Gesellschaft, sondern in der Regel auch ähnlich starke Gruppierungen, denen der Grundsatz eher eingeschrieben und eingeflößt ist, dass man mit vollen Hosen schlecht laufen kann, aber das am besten durch entsprechende laute Bemerkungen unterdrückt, es bemerkbar zu machen. Als Anschubfinanzierung für die Jahre 2008 bis 2011 wollen wir 10 Millionen Euro für dieses Programm bei Immunet zur Verfügung stellen. Dazu kommen Eigenmittel der geförderten Universitäten. Damit erreichen wir ein Finanzierungsvolumen von bis zu 14 Millionen Euro. Mit dem neuen Förderprogramm wollen wir Impulse auf dem Gebiet der Immuntherapie setzen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine verbesserte Behandlung der betroffenen Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig fördern wir damit zumindest indirekt auch die allgemeine pharmazeutische Forschung. Sie hat es ja nicht immer leicht, wie eben schon angedeutet, in den letzten Jahrzehnten. In jedem Einzelfall ganz sicher zu Recht ist eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen erlassen, die alle dem Schutz der Patienten und Probanden dienen. Neben dem berechtigten Bedürfnis, den einzelnen Menschen zu schützen, rückte ein anderer Gesichtspunkt ein wenig in den Hintergrund, der des medizinischen Fortschritts für viele. Deshalb müssen wir auch bei allen im Einzelfall berechtigten gesetzlichen Regelungen dafür Sorge tragen, dass nicht aus dieser Wohltat eine Plage wird. Denn dann wird in Deutschland nicht mehr geforscht werden. Eines ist klar, wenn die pharmazeutischen Erzeugnisse immer spezifischer auf einzelne Krankheiten und Personen fokussiert werden, muss ihre Wirkung gerade auch dort erprobt werden, wo sie möglichst bald den Patientinnen und Patienten zugutekommen soll. Im Gespräch mit meinen Brüdern, 4 an der Zahl sind es, Teil davon in ihrem Bereich, lebenlang beruflich tätig, haben wir mal festgestellt, dass die Veranlagungen in der Familie so weit nicht auseinander sind und festgestellt, dass die Medikamente, die wir heute brauchen, bei den 5 Söhnen aus dem Hause Goppel nicht selten relativ nah an dem liegen, was an Medikation bei unserem Vater verfügt worden ist. Und wir haben festgestellt, dass der Unterschied in der Einnahme von Tabletten, was die Zahl anbelangt, zum Beispiel bei einem meiner Brüder statt 24 am Morgen inzwischen auf 3 geschrumpft ist. Damals waren 21 Tabletten nur dazu da, die Nebenwirkungen zu beseitigen, die die anderen 3 erzeugt haben. So etwa könnte man es verallgemeinert sagen und daraus wird deutlich, was Forschung alles vermag. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass eine florierende pharmazeutische Industrie 100 Jahre lang zum Wohlstand Deutschlands beigetragen hat. Deutschland war einmal die Apotheke der Welt. Sie wissen besser als ich, wie dramatisch stark der deutsche Anteil an der weltweiten Pharmaproduktion auch gesunken, ist. Das mag viele Gründe haben, nicht nur die der staatlichen Reglementierung, denn die Erfahrungen der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass die strategischen Entscheidungen der Wirtschaft und ihrer Kapitäne auch nicht immer richtig waren. Ob man der deutschen pharmazeutischen Industrie zu Recht nachsagt, zu lange an der Chemie gehangen und zu spät die Biologie erkannt zu haben, kann und will ich als Wissenschaftsminister nicht beurteilen, sonst bin ich zum Schlichten nicht mehr in der Lage. Der Staat trägt jedenfalls seinen Teil der Verantwortung als Garant wirtschaftsfördernder Rahmenbedingungen. Dazu gehört an vorderer Stelle eine vernünftige Wissenschaftspolitik. Als zuständiger Ressortchef bekenne ich mich ganz klar zur Notwendigkeit der pharmazeutischen Forschung in Deutschland, in Bayern und an den von mir verantworteten bayerischen Universitätsmedizinen. Deswegen ist das Wissenschaftsministerium auch dabei, gemeinsam mit dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen zu untersuchen, wo und wie wir die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen verbessern können. Wir wollen bei Wahrung aller Schutzbedürfnisse und der Interessen der Universitätskliniker gemeinsam praktikablere Möglichkeiten für die pharmazeutische Forschung schaffen. Dazu gehört eine größere und breitere Kompetenz für wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Bereich. Dabei ist das Klinikum der Technischen Universität in München vorangegangen und hat mit Unterstützung des Bundes das Münchner Studienzentrum errichtet. Die anderen bayerischen Universitätsmedizinen folgen schrittweise. Momentan ist das Wissenschaftsministerium dabei, Rahmenverträge mit der Wirtschaft zu vereinbaren, die die Vorbereitung und Durchführung solcher Versuche beschleunigen könnte. Dass dabei die pharmazeutische Industrie einerseits
Universitäten und ihr Ministerium andererseits nicht immer an der gleichen Seite des Stranges ziehen, ist nachvollziehbar. Denn die Verantwortung des Staates für eine vernünftige Pharmaforschung in Deutschland bedeutet nicht, dass der Steuerzahler für die Kosten der Versuche aufkommen und für ihre Risiken gerade stehen müsste, die Gewinnerwartungen aber alleine den Unternehmen zugutekommen könnten. Hier müssen wir in einem fairen Kompromiss eine regelhafte und regelbewährte Win-Win-Situation anstreben und irgendwann auch erreichen. Doch bin ich mir sicher, dass wir dabei im Interesse aller Beteiligten erfolgreich sein werden, vor allem dann, meine Damen und Herren, wenn wir uns dabei noch etwas anderes angelegen sein lassen, was Sie so jedenfalls für die weitere Diskussion, die ja am Patienten interessiert sein muss, weil er am Ende sein Medikament auch bezahlen muss, am christlichen Menschenbild zu orientieren hat. Jemand, der in der Forschung unterwegs ist und dabei eine Vorstellung vom Menschen im Kopf hat, wie wir sie in unserer geschichtlichen Entwicklung aus dem christlichen Menschenbild über die humanistische und aufklärerische Schiene ergänzt, uns nun in den vergangenen Jahrhunderten erstritten und erdiskutiert haben, der mit einer solchen Vorstellung vom Menschen unterwegs ist, der wird an anderen nicht versuchen, was er sich selbst nicht zumuten würde. Und er wird anderen nicht aufdrängen, was er selbst für sich nicht akzeptabel findet. Wenn wir uns in diesem Bewusstsein gemeinsam in die Zukunft hinein bewegen und weiter beim Forschen bleiben, also uns selbst als Maßstab erkennen, wenn wir ihn an anderen anlegen, dann bin ich fest überzeugt, dass es uns gelingt, auch in der Forschung an der Spitze zu bleiben, selbst wenn wir nicht immer diejenigen sind, die etwas zuerst entdecken. Wir sind dann diejenigen, die es zuerst verantwortlich in den Einsatz bringen. Und wenn uns dieser kleine Unterschied ein Stück weit gelingt, dann werden Sie ganz sicherlich noch viele Jahre in der Lage sein, eine Feier wie die heutige, die zum 5. Mal stattfindet, wieder stattfinden zu lassen. Immer jemanden finden, den auszuzeichnen es wert ist, weil Sie sich gegenseitig auf diese Weise in die Pflicht nehmen, wenn es darum geht, Menschlichkeit zu praktizieren, sie ständig auf dem Weg zu halten, sich dessen bewusst zu sein, dass wir auf dem Weg dazu sind, uns selbst ein gutes Denkmal zu setzen, aber dabei andere nicht antasten und nicht zerstören dürfen. In diesem Sinne einen guten Abend den Preisträgern Ihnen, Frau Dr. Weigel, stellvertretend, weil Sie so besonders dabei sind, einen herzlichen Glückwunsch und allen Respekt vorneweg. Ihnen Dank, lieber Dr. Jung, dafür, dass Sie über den Barometer im Jahr darauf achten, dass die gegenseitige Wetterfühligkeit nicht falsch eingeschätzt wird, sondern ständig neu justiert. Herzlich willkommen in München im Deutschen Museum, in diesem Saal, der alle die zusammenfasst, die in den letzten vielen Jahren dafür gesorgt haben, dass wir uns nicht darum zu kümmern brauchen, ob es in Deutschland weitergeht, sondern lediglich mit der Aufgabe versehen sind, das Wohlentdeckte so in die Tat umzusetzen, dass es weltweit Furore macht. Dass Ihnen das gelingt, ist mein bester Wunsch. Applaus